Du hast eine WordPress-Webseite und möchtest in einem Hauptmenü hier oben einen zusätzlichen Link aufnehmen. Zum Beispiel einen Login-Link, der aber automatisch zu einem Logout-Link wird, wenn man eben eingeloggt ist. Wie das funktioniert, zeige ich dir im heutigen Tutorial. Es geht konkret darum, wir haben hier eine Seite, DiviTutorials, unsere Webseite, auf die du gerne mal gucken kannst. Unser Hauptmenü hier oben hat einige Punkte und dann haben wir hier als ganz rechten Punkt den Login-Button. Wenn wir den klicken und uns einloggen, dann passiert Folgendes, wir sind jetzt wieder auf der Seite und plötzlich erscheint ein Button Ausloggen. Und wenn man hier dynamisch einen neuen Eintrag im Hauptmenü erzeugen möchte, geht das leider standardmäßig nicht, indem man irgendwo ins Menü, ins Backend geht und jetzt eben sagt, ich möchte hier noch einen Punkt hinzufügen, sondern man muss ein bisschen Code verwenden, ist aber super einfach. Die Funktion, auf die wir uns in diesem konkreten Fall beziehen, ist ein Filter. Und zwar nennt er sich WP Nav Menu Items. Das ist ein Filter, mit dem man dynamisch noch zusätzliche Inhalte in das Hauptmenü reinschneiden kann. Und das ist genau das, was wir hier machen. Wir verwenden dazu die Functions PHP unseres Child Themes. Wie bei fast allen Tutorials, die wir machen, benötigst du ein Child Theme. Falls dir das erstmal nicht sagt, gar kein Problem, denn auf Divi Tutorials, auf der Seite, die ich dir hier zeige, gibt es eben auch ein Tutorial, in dem ich dir zeige, wie man ein Child Theme auf der eigenen WordPress Seite installiert. Man muss nur so ein bisschen gucken und dann findet man es hier. Das ist einer der meistgeklickten Artikel, weil wir das da sehr, sehr ausführlich erläutert haben. Dauert allerdings nur 5 Minuten. Nachdem wir jetzt quasi hier gesagt haben, wir möchten uns auf diesen Filter beziehen, können wir eine eigene Funktion definieren. Die heißt bei uns @login/logout-link. Der Name ist Programm. Diese Funktion wird dann im nächsten Punkt definiert und hier ist wichtig, dass wir die Items übergeben. Die Args sollte man mit übergeben, die sind allerdings nicht so wichtig für uns. Die Items ist quasi die Liste von Elementen, die im Hauptmenü auftauchen. Und jetzt haben wir hier eine relativ einfache If-Abfrage. Wir sagen hier, falls der aktuelle User nicht, deswegen das Ausrufezeichen, eingeloggt ist. Und dann sagen wir, dass wir einen Link erzeugen und dieser Link, das ist relativ einfach, ist einfach nur ein Link, der eben sagt, mit einem Title einloggen, dann kommt hier Escape URL WP-Login-URL, das ist eine Funktion, die einen Login-Link erzeugt. Und hier hinten können wir sogar noch angeben, auf welche Seite jemand gelangen soll, der jetzt quasi sich über diesen Link eingeloggt hat. Und das ist bei uns eingestellt auf /Online-Kurse. Hier ist noch der Text des Links, der lautet bei uns nur Login, also den könnte man anpassen, wie man möchte. Die Alternative, die Person ist eingeloggt, ist jetzt ein Ausloggen-Link, sehen wir hier ganz gut. Und dann verwenden wir diesmal die Funktion WP-Logout-URL und dann landet die Person auf der Hauptseite, wenn sich jemand ausloggt. Und das war's eigentlich schon, also wir erzeugen hier dynamisch einen Link und dann sagen wir, dass in Items, also dem Parameter, den wir hier mit übergeben haben, jetzt noch ein neuer Wert eingetragen wird. Und hier ist es wichtig, dass ihr nicht vergesst, den umschließenden LI-Tag noch zu setzen, denn ein Hauptmenü in WordPress ist standardmäßig eine Liste. Das heißt, wenn wir hier kurz reingucken, hier oben aufs Hauptmenü, wir machen mal einen Rechtsklick und untersuchen, dann sehen wir, dass all diese Menüpunkte hier, also der hier und der davor und so weiter, das sind alles List-Items, also LIs. Und der letzte ist der, den wir hier neu hinzufügen, der hat auch die Klasse Menu-Item, wie die anderen auch, das ist meistens gut, damit es eben alles gleich ausschaut und der hat noch diese Klasse Login-Out, mit der könnte man den jetzt irgendwie speziell stylen, man könnte einen Button draus machen, den ein bisschen fetter machen oder was man eben so möchte, ist aber nicht Teil des heutigen Tutorials. Nachdem wir hier unseren LI aufgemacht haben, setzen wir den Link hier rein und danach machen wir den LI wieder zu und anschließend übergeben wir auch noch den Items zurück an den Filter, der den bekommen hat. Und das war's auch schon. Also es ist nicht allzu ausführlich und so kriegt man es hin, dass man quasi dynamisch ans Ende vom Hauptmenü hier noch einen zusätzlichen Punkt einträgt. Solltest du den Link vielleicht nicht ans Ende stellen wollen, sondern an den Beginn, dann wäre das auch kein Problem. Dann würde man hier eben sagen, man nimmt Items ist gleich und dann nimmt man den ganzen Wert so wie er war und dann hängt man hinten dran das vorherige Items an. Und dadurch haben wir jetzt quasi die Reihenfolge geändert. Wir speichern das kurz, laden es auf den Server hoch und jetzt nach einem Refresh ist jetzt dieser Ausloggen-Button von ganz hinten nach ganz vorne gewandert. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man das hinbekommt, wenn man eben zu Beginn des Hauptmenüs noch einen dynamischen Wert eintragen möchte. Für mich hat es einen Vorteil, ich muss hier die Position von meinem Pfeil, der hier nach oben zeigt, auf alle Tutorials nicht ändern. Ist für mich also ein bisschen angenehmer, weil weniger Arbeit. Ich hoffe, das Tutorial hat dir weitergeholfen. Ich hoffe, du konntest heute ein bisschen was mitnehmen an der Stelle. Wir haben auf diesem Kanal noch zahlreiche weitere Tutorials rund um WordPress, in dem ich dir ganz viele coole Tricks zeige, wie du mehr aus deiner Seite herausholen kannst. Falls es für dich interessant klingt, am besten mal einen Daumen hoch auf das Video und zum Kanal noch subscriben. Und dann sehen wir uns bald mal wieder hier. Mach's gut, bis dann.